Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Auf der letzten Folie. Wessen Handy ist das? Penny? Meine E-Mail-Adresse ist hier. Auf der letzten Folie sollte sie auch noch mal sein. Und mit ein bisschen Glück kennt sie Google auch. Erstmal vielen Dank für die Foscon-Veranstalter und das Team. Ist immer schön, dass wir hier noch lokal so eine Konferenz haben. So, ich biete Consulting rund um das Thema hochverfügbare Webapplikationen an. Meine Kunden machen das hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste ist, eine schnellere Webapplikation bedeutet, dass man eine geringere Abbruchrate hat bei den Usern. Jeder kennt das, wenn eine Webseite nicht schnell agiert, dann verliert man irgendwann die Lust und bricht ab. Der zweite Grund ist, man kann damit Servergeld sparen, also für die Infrastruktur. Wenn die Applikation an sich schneller ist, braucht man entsprechend weniger Server, ist immer ein hoher Kostenfaktor. Das ist jetzt hier mal die interessantesten Punkte der letzten 20 Jahre. Meinen ersten Webshop habe ich 1996 gemacht. Damals kam gerade so das Tabletech raus, war aber sehr diskutiert. Von CSS noch keine Sprache. Danach habe ich bei der SUSE das STTS gemacht, das ist ein Travel-Ticket-System. Daraus ist dann irgendwann mal als Nachfolgeprojekt das OTS geworden. Dann kam Gemeinschaft raus, das war eine Telefonanlage. Da war die Web-Oberfläche erst auf PHP. Das war ein ziemliches organisch gewachsenes Projekt. Und 2012 haben wir dann umgestellt die Web-Oberfläche auf Ruby on Rails. Deswegen jetzt hier diese Spalte auch wird hier mit Leben gefüllt. Ich habe also hier so um den Dreh herum das Licht gesehen. Vorher habe ich immer gedacht, Frameworks, das kann ich alles besser. Mitte September werde ich ein Projekt veröffentlichen, ein Open-Source-Projekt, was auf Phoenix aufbaut. Wer sich dafür interessiert, da ist mein Twitter-Handle. Ich werde heute live coden. Also so wahnsinnig bin ich nicht, ich habe das alles aufgenommen. Aber ich werde die Videos in Originalgeschwindigkeit abspielen. Der Grund dafür ist, ich möchte zeigen, wie lange es dauert, etwas zu machen mit den verschiedenen Sachen. Also ich werde zwei Frameworks miteinander vergleichen, Ruby on Rails und Phoenix. Und ich möchte jedem zeigen, wie viel Aufwand das ist und an welchen Stellen man ein bisschen warten muss. Prinzipiell habe ich nach 20 Jahren Programmierung mit Web-Applikationen ziemlich klare Vorstellungen und weiß, was für mich wichtig ist. Erstmal die Frage nach, warum überhaupt ein Framework? Ich bin zu alt, ich muss nicht mehr das Rad neu erfinden. Im Zweifelsfall können das andere besser. Es spart Arbeitszeit. Projekte können viel leichter up-to-date gehalten werden. Das ist für mich auch ein wichtiger Grund. Also wir kennen das alle, ein Projekt, was wir irgendwann mal angefangen haben und nach 5 Jahren weiß keiner mehr, wo was ist. Und was für Kunden ganz wichtig ist, für mich aber auch, wir haben eine viel geringere Onboarding-Zeit für neue Entwickler. Also wenn ich jetzt ein Ruby on Rails Projekt habe und ich habe einen neuen Ruby on Rails Entwickler und das Projekt ist sauber aufgesetzt, dann sollte der sich innerhalb kürzester Zeit zurechtfinden. Das ist so einer der wichtigsten Gründe, um sowas zu machen. Bei den Basics, die verwendeten Programmiersprachen und das verwendete Framework müssen stabil sein, sonst geht es gar nicht. Die Lizenz muss geeignet dafür sein. GPL ist an der Stelle oft ein Problem. Mir ist da MIT lieber oder BSD oder irgendwas anderes. Die GPL ist sehr, sehr einschränkend und keine schöne Lizenz an der Stelle. Das Projekt, also die Sprache und das Framework, brauchen eine gewisse Sichtbarkeit. Ich kann nichts gebrauchen, was noch so toll ist, aber was im Rest der Welt keiner kennt. Und ich brauche eine gewisse Menge an verfügbaren Entwicklern.
wenn ich skaliere oder wenn man das bei einem Kunden macht, wenn der Kunde will skalieren und er braucht neue Entwickler, dann nützt es nichts, wenn das noch so eine tolle Software ist, wenn er dafür keine Entwickler findet. Dokumentation, ein katastrophales Thema meistens. Ein großes Problem, wenn man sich was Neues anguckt, ist die Menge. Viele, viele Open-Source-Projekte erschlagen einen mit Dokumentation, mengenmäßig. Leider qualitativ nicht so sehr. Da werden meistens irgendwelche Auto-Exports über die API-Schnittstelle gemacht und dann hat man da irgendwie auf einmal 1000 Webseiten. Das nützt einem nichts. Ich habe gelernt, wenn innerhalb von einem Auto ganz am Anfang steht, it's easy, kann man das Auto meistens schon wegschmeißen. Weil wenn es wirklich easy wäre, dann bräuchte ich das Auto nicht. Das heißt, derjenige, der das Auto geschrieben hat, der weiß überhaupt gar nicht, wie schwer es für mich ist. Deswegen kann er auch mich an der Stelle gar nicht abholen. Und die Entwickler von einem Framework, von einer Programmiersprache sind in den allermeisten Fällen schlecht im Erklären. Schwierig rüberzukriegen, aber ist nun mal so. Dann Community, Support durch die Community. Die meisten Projekte haben irgendwo ein IRC. Das ist aber für den täglichen Einsatz auch irgendwie recht unbefriedigend. Ich kann nicht beim Kunden sitzen, ein Problem haben und dann irgendwie mal gerade sagen, ich gehe mal gerade auf Freenode. Dann ist da keiner Zeitverschiebung und so weiter. Mailinglisten sind schon mal besser, aber meistens wird man da von Informationen auch erschlagen. Es nützt mir auch recht wenig, wenn auf einer Mailingliste irgendwie am Tag 1000 Messages reinkommen. Slack ist irgendwie so der Mix aus beiden Welten. Gut für kleine Teams, für größere, irgendwie wird es auch schnell unübersichtlich. Meiner Ansicht nach ist Stack Overflow momentan so die beste Möglichkeit. Ich kann asynchron Fragen stellen und bekomme Antworten und die werden idealerweise von anderen direkt geratet. So, ich komme aus der Ruby on Rails Schiene. Damit beschäftige ich mich jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Und möchte jetzt heute die beiden mal vergleichen. Ruby on Rails und Phoenix. Ruby on Rails wurde von DHL geschrieben, also geschrieben, angefangen. Ist nicht so, dass der jetzt heute wahnsinnig viel Code produziert. Der hat Wichtigeres zu tun, der muss Autorennen fahren und fotografieren. Für Fotografieren habe ich echt Verständnis. Und wir haben Chris McCord, der ist Erfinder von Phoenix. Wir sehen schon hier anhand der Zahlen Followers, 179k, K steht für 1000 und hier ist das K noch nicht da, das heißt, die Zahl ist kleiner. Das zeigt so ein bisschen auch dieses Thema Sichtbarkeit. Dieses Projekt, so gut wie es ist, hat noch lange nicht die Sichtbarkeit und das muss man sich immer vor Augen halten. Die Lernkurve von Ruby on Rails, das ist nicht schön am Anfang. Ich habe also auch bei Ruby on Rails, ich glaube, ich habe 3 Versuche am Anfang gemacht, bis ich dann überlegt habe, vielleicht lerne ich erstmal Ruby. Und das war dann auch der Einstieg. Die Lernkurve bei Phoenix ist für so einen Steinzeitmenschen wie mich echt katastrophal. Also man hat mir gesagt, die neu anfangen mit Programmieren, die tun sich wesentlich leichter mit dem Funktionalen. Aber ich habe schon ein paar Jahre gebraucht, um objektorientiert Programmierer zu lernen. Und das jetzt irgendwie alles wieder über den Haufen zu werfen und funktional zu arbeiten, ist nicht so einfach. Jetzt stellt sich die Frage, warum wird momentan eigentlich so viel von Phoenix gesprochen? Also in der entsprechenden Community. Und die Antwort darauf sind immer solche Folien oder ähnliche. Da ist oben immer was von 2 Millionen oder mehr. Und immer auf einer Hardware. Das ist ein, vereinfacht gesagt, hier ist der Blogpost dazu, vereinfacht gesagt ist das eine Chat-Applikation, die auf einem Server läuft, einem großen Server, aber ein Server, und die bedient gleichzeitig 2 Millionen Clients. Also wenn ich da wird die Message an 2 Millionen Clients rausgepusht. Und das ist eine ziemliche Leistung. Das ist einer der Gründe, also Phoenix läuft auf Elixir als Programmiersprache. Elixir baut auf Erlang auf. Erlang wird zum Beispiel auch von WhatsApp benutzt. Nur so können die das überhaupt realisieren in der Geschwindigkeit. Das Problem, was ich nur dabei habe, ist, ich brauche keinen Chat-Client
bei den meisten meiner Kunden. Denen ist das relativ wurscht. Die 2 Millionen Concurrent User, den Kunden suche ich noch auf einem System. Deswegen möchte ich jetzt mal ein Beispiel machen, ein Rails versus Phoenix Shootout mit einer Applikation, die ein bisschen mehr an der Realität dran ist. Ich habe also jetzt hier ein Adressbuch mit einem User, also mit Usern und E-Mail-Adressen. Das, was jetzt hier wichtig oder interessant ist, ist, ich habe hier in der Datenbank ein Geburtsdatum, daraus wird hier die Distanz zum heutigen Zeitpunkt errechnet. Vorgestern war das, aber hoffen wir mal, dass jetzt keiner Geburtstag hat heute. Das sind die E-Mail-Adressen, die sind in der 1 zu N verknüpft in der Datenbank. Und hier, das ist Ruby on Rails und das hier ist Phoenix. Ihr kennt man an den Ports, Ruby on Rails sind Port 3000 in der Development-Umgebung, Phoenix 4000. Das Layout hier ist ein bisschen anders. Die nehmen hier per Default schon immer Bootstrap mit rein. Das ist aber jetzt erstmal wurscht. Die Daten sind identisch. Ich benutze die gleiche Datenbank. So, der Code wird in Echtzeit geschrieben. Wie gesagt, ich habe das Video aufgenommen und möchte damit zeigen, wie lange etwas dauert. Fangen wir mit Ruby on Rails an. Wir setzen als erstes mal die Applikation auf. Dazu sehe ich das Verzeichnis an. Ich wollte das Video schneller machen, aber damit wäre es wieder. Ich versuche ein bisschen schneller zu tippen. Hier wird die Datenbank angelegt. Also mit dem MySQL-Schalter. Ansonsten per Default geht immer davon aus, dass man SQLite 3 benutzt. Das nützt mir nichts, weil ich dafür keine gute Anbindung bei Phoenix habe. Jetzt sieht man hier, das ist das, was bei Ruby und was bei Rails immer relativ lange dauert, die ganzen Gems einzubinden. So, jetzt habe ich die Applikation hier in dem Verzeichnis drin. Das ist mein Grundgerüst. Da starte ich. Jetzt konfiguriere ich die Datenbank und erstelle die Tabellen. Also gehe ich in die Datei Config Database YAML und gehe jetzt runter in den Development-Bereich hier und ändere jetzt hier Adressbook Development to Adressbook Dev. Das mache ich deshalb, weil das der Default für Phoenix ist und dann kann ich nachher leichter von Phoenix auf die gleiche Datenbank zugreifen. Jetzt mache ich hier in Rails DB Create, damit wird die Datenbank angelegt. So, als nächstes wird ein Scaffold angelegt für Users und E-Mail-Adressen mit dieser HasMany 1 zu N Verknüpfung. Ein Scaffold ist der Mechanismus bei beiden Projekten, um einem die ganze Grundarbeit schon mal wegzunehmen. Das heißt, die Modelle werden angelegt, die Controller werden angelegt, die Views werden angelegt. Man hat dann die Applikation so, wie ich sie eben gezeigt habe. Das ist jetzt hier das Scaffold für die E-Mail-Adressen. Da kann ich jetzt hier direkt sagen, User sind als Referenz da, dann wird schon die Belongs-to-Verknüpfung im Modell eingetragen. So, mit dem Faker-Gem erstelle ich jetzt 50 Beispiel-User mit jeweils zwei E-Mail-Adressen. Um die Datenbank zu verfüllen, benutze ich das Faker-Gem, weil es einfach am schnellsten geht. Dazu muss ich das Gem einbinden, danach ein Bundle starten. Und jetzt befülle ich die DB-Seeds. Das ist ein Mechanismus bei Rails, mit dem ich Datenbanken initial befüllen kann. Und hier ist der Beispielcode dafür. Das ist einfach eine Loop-Schleife, die 50 Mal durchgegangen wird und dann werden die Einträge erstellt. Und jetzt wird das aufgerufen mit Rails DB-Seed. So, im Controller wird jetzt die Instance-Variable addUsers so gesetzt, dass da alle User drin sind in der Tabelle. Aus der Tabelle und die dazugehörigen E-Mail-Adressen werden per Include mit direkt geladen. Das heißt, dass ich später nicht mehrmals auf die Datenbank zugreifen muss. Das ist der Controller. Das hier ist der Default aus dem Scaffold. Dann trage ich einfach Includes Doppelpunkt E-Mail-Addresses ein. So. Im Index-View, das ist das, was man nachher sieht, das ist das, was das HTML generiert.
werden jetzt alle User aufgelistet in der Tabelle mit den entsprechenden Zeiten und der Liste der E-Mail-Adressen. Dazu rufe ich jetzt in dem Verzeichnis App und da habe ich mich vertippt, da habe ich gedacht, ich wäre bei Phoenix Views Users Index auf. Das ist jetzt das HTML für die entsprechende Seite. Da wird jetzt gerade der Header neu geschrieben, also der Tabellenheader. Und darunter kommt jetzt gleich der Code, mit dem das ausgefüllt wird. Bei Rails habe ich den Vorteil, dieses Distance of Time and Words ist schon mit eingebaut. Das kann ich so aufrufen. Das muss ich nachher bei Phoenix muss ich das selber mit einbauen. Und jetzt mache ich die Schleife, wo die E-Mail-Adressen mit eingetragen werden. So, jetzt starte ich den Rails-Server und rufe die URL users-index im Browser auf. Erstmal die Hauptseite und jetzt oben noch die Users. So, das ist jetzt die Ansicht von den 50 Usern. Das ist jetzt hier wieder das Log vom Server und das zeigt mir an, diese Abfrage hat initial 1265 Millisekunden gebraucht. Jetzt mache ich 3 Reloads. Sieht man mal nach oben, um zu zeigen, wie lange es bei folgenden Aufrufen dauern würde. Logischerweise geht das schneller. So, das sind die Zeiten. Der erste Zugriff, ein bisschen was über eine Sekunde und dann immer so ungefähr im 100 Millisekunden-Bereich. Das ist jetzt das sind unsere Vergleichszahlen. Jetzt machen wir Phoenix in der Version 1.2, eben das war Rails 5.0, die aktuelle Version. Die Applikation aufsetzen. Ich meine Unterverzeichnis für Phoenix und dann sage ich mit Mix Phoenix New und den Applikationsnamen, dass ich ein neues Framework dafür, also nicht ein neues Framework, eine neue Applikation haben will. Und auch da sage ich ihm wieder, dass ich das Ganze mit einer MySQL-Datenbank verknüpfen möchte. Das kann ich auch alles von Hand nachher machen, aber wenn ich es an der Stelle mache, geht es einfach schneller. Und jetzt hier das, was uns eben bei Bande so viel Zeit gekostet hat, das kostet uns jetzt hier die Zeit bei NPM, Install. Da ist momentan auch leider kein Weg drumherum. Es ist alles, ich stolper da jeden zweiten Tag über irgendwas anderes. Es ist einfach, es gibt nichts Perfektes. Das Problem bei den Gems ist, dass sehr viele Gems einfach nicht gepflegt werden. Und mag sein. So. Jetzt habe ich die Applikation, die Phoenix-Applikation erstellt. Und jetzt sehe ich das Scaffold für die User und die E-Mail-Adressen an. Die Datenbank existiert bereits, die habe ich hier eben befüllt, die benutzen wir wieder. Aber das Scaffold muss ich jetzt anlegen. Hier ist logischerweise eine andere Syntax, aber
die gleiche Grundidee. Das dauert nur beim ersten Aufruf so lange. Jetzt mache ich das Gleiche für die E-Mail-Adressen und das geht dann deutlich schneller durch. Hier sieht man übrigens, das ist ja etwas, was RAID automatisch macht, also das funktioniert überall. Phoenix sagt, das, was sie bei den Menschen machen, ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, macht aber mittelfristig tatsächlich mehr Sinn. So, jetzt müssen wir die 1-zu-N-Verknüpfung zwischen den User und den E-Mail-Adressen konfigurieren und wir müssen das Created-Ad und das Inserted-Ad ummappen. Also Rails benutzt per Default, ActiveRecord benutzt per Default Created-Ad und Updated-Ad, um in einem um einen Datenbankeintrag zu zeigen, wann etwas erstellt und wann wurde etwas abgedatet wurde. Phoenix benutzt per Default Inserted-Ad und Updated-Ad. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Und damit ich auf die gleiche Datenbank zugreifen kann, muss ich das dann hier entsprechend eintragen. Das gleiche mache ich jetzt nochmal bei den E-Mail-Adressen. Okay. Jetzt müssen die Routen eingetragen werden. Das ist auch anders als bei Rails. Bei Rails werden die Default-Routen schon direkt automatisch mit eingetragen. Bei Phoenix nicht. Da muss ich die Routen separat eintragen. Das wird übrigens auch hier vom Skript angezeigt. Jetzt gehe ich in die entsprechende Datei dafür und trage die Routen ein. Und dann muss ich im Controller noch eingeben oder konfigurieren, programmieren ist das richtige Wort, dass die dazugehörigen E-Mail-Adressen direkt mitgeladen werden. Bei Rails ist es so, da würde es sogar funktionieren ohne das Includes. Aber es wäre deutlich langsamer, weil der bei jedem Aufruf, den der Datenbank nachfragen würde, hör mal, ich habe den User, welche E-Mail-Adressen hat der? Mit dem Includes macht er das direkt initial einmalig für alle in der Query drin. Bei Phoenix ist es so, wenn ich das hier nicht machen würde, würde die View überhaupt nicht funktionieren, weil Ecto, das ist das Gegenstück zu ActiveRecord, nicht diese Logik drin hat. Ich muss also sagen, lad die bitte mit. Dann, da ich nicht diesen Time-Ago in Words Helper habe, muss ich den auch noch installieren. Dazu gibt es hier in der mix.exs die Möglichkeit, solche Tools mit einzubauen und die werden nachher geladen. Das kann man ungefähr vergleichen mit dem Bundler. Ungefähr.
Nachdem ich das hier konfiguriert habe, muss ich dann das Ganze mit Mix, Depth, Get starten. Das ist das Gegenstück zu Bundle. So, jetzt muss ich das, den entsprechenden Helper natürlich noch einbinden. Und das kann ich für diesen entsprechenden View in der Datei machen, also Users View. Es wird bei Phoenix immer nur implizit gearbeitet, nicht per Default auf alles. So, wenn ich das habe, dann kann ich die Anpassung im User Index Templates File machen. Da sieht man jetzt, dass die Syntax logischerweise ein bisschen anders ist. Aber zumindest vom Lesen her ist es recht einfach. Vom Schreiben her muss man sich tatsächlich umgewöhnen. Sieht deutlich einfacher aus, als es ist. Hier muss ich zum Beispiel über ActoDateTime from Date aus dem Geburtstag, was ein Datum ist, in DateTime machen, weil das TimeAgo in Words nur Zeiten akzeptiert und keine Daten. Und unten ist jetzt die Syntax, wie ich durch die ganzen E-Mail-Adressen durchloopen kann. Wer sich für Phoenix und für Elixir interessiert, es gibt momentan eigentlich nur zwei Bücher dazu von Pragmatic Bookshelf. Das eine von Dave Thomas zum Thema Elixir und das andere von den Entwicklern von Phoenix zu Phoenix. Ich finde beide nicht so richtig prickelnd, aber es gibt keine Alternative. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt den Phoenix-Server starten und auch wieder in die im Browser die Seite aufrufen. Jetzt sehen wir hier links die Anzeigen des Doc-Files. So, jetzt sehen wir schon mal, das ist der erste Aufruf gewesen. Der geht in Phoenix in 120 Millisekunden. Also deutlich schneller. Ich könnte jetzt übrigens diesen Code hier verändern und neu deployen, ohne die Applikation anzuhalten. Das kann ich mit Rails überhaupt nicht. Also da ist Rails meilenweit von entfernt. Das ist wirklich ausgelegt für sehr große Installationen mit minimaler Downtime. Jetzt mache ich das Gleiche mit dem mehrmals Reloaden. Auch da wieder die folgenden Reloads sind alle schneller. So, jetzt wird es spannend. Das sind die Zeiten mit dem Vergleich. Jetzt wird ziemlich schnell klar, woher der Buhai um Phoenix kommt. Das sind Zeiten, da können wir in der Rails-Welt nur von träumen. Jetzt wird jeder sagen, ja, aber was ist denn mit Caching? Das ist nur eine Frage, ja. Beides in Development. Leichter Nachteil für beide Systeme. Ich,
Also ich habe mir tatsächlich um die Frage natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, was führe ich jetzt hier vor. Für den Fall ist es einfacher, wenn ich das Development-Doc habe, weil ich da alle Zeiten mit angezeigt bekomme. Im Production-Doc ist es nicht so, dass Rails irgendwie schneller ist. Also der Vergleich stimmt, die Zeiten sind natürlich für beide noch ein bisschen besser. Jetzt würde jeder sagen, ja, was ist denn mit Caching? Ich verdiene mit Caching einen Großteil meines Geldes, deswegen ist es ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe jetzt hier mein Russian Doll Caching eingebaut für diesen View in Rails. Also einmal eine Klammer um die gesamte Tabelle und dann um jede Zeile. Das wird dann im Cache abgelegt. Als Cache habe ich jetzt hier den normalen Default für Development Cache genommen. Die Zeiten sehen... Der Speicher ist einfach im Speicher drin, also unter Development. In der normalen Welt, also in der Produktion, nimmt man dann meistens Memcache. Faktisch ist das langsamer, aber für die Größe dann wieder schneller, plus die Netzwerklatenz, weil man dann meistens einen Server nimmt für mehrere Rails-Server. Die Zahlen hier sind Beispielzahlen. Also man darf sich jetzt hier nicht auf die Millisekunde hin und her verlassen. Hier zum Beispiel sieht man, der Physiker würde sagen, das ist ein Messfehler. Weil diese Zeit kann unmöglich geringer sein als diese Zeit. Denn wenn ich den Cache initial schreibe, dann brauche ich halt mehr Zeit. Denn ich muss den Cache schreiben. Das habe ich ja hier überhaupt gar nicht gehabt. Da habe ich noch nicht mal den Cache Key ausgerechnet. An der Stelle war es einfach so, die Videos hatte ich hier schon fertig gemacht. Wie ich dann mit dem hier fertig war und habe diese Folie erstellt, habe ich gedacht, neu machen, hätte zu lange gedauert und wäre auch unehrlich gewesen. Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie groß die Varianzen sind im Messen. Man muss da immer eine große Menge nehmen und das auch immer mit klarem Menschenverstand analysieren. Wir sehen aber, dass die Zahlen hier immer noch dramatisch zum Vorteil von Phoenix sind. Also ich habe hier unten, wenn ich schon den Cache geschrieben habe, also nur noch lese, bin ich mindestens doppelt so schnell. Und hier oben ist es halt ein Vielfaches. Deswegen macht man sich bei Phoenix um Caching keinen Kopf. Weil das Problem ist an der Stelle nicht so dramatisch wie bei Rails. Probleme beim Caching. Der erste Zugriff ist immer langsamer. Der Cache muss ja initial geschrieben werden. Ich muss einen zusätzlichen Cache-Server einplanen, also mindestens mal einen. Caching ist aufwendig und fehleranfällig. Also Cache Keys, das ist ein Thema, was nicht trivial ist. Vor allen Dingen, weil ja die meisten Web-Applikationen nicht so einfach sind, wie jetzt hier dieses Adressbuch. So, jetzt versuche ich das beides mal miteinander zu vergleichen, indem ich Datensätze zu lösche. Das heißt, ich starte jetzt erst beide Server, den Rails-Server und dann den Phoenix-Server. Jetzt habe ich da die entsprechenden Applikationen immer und hier sehe ich die Logs. Also hier bin ich ungefähr bei 700 Millisekunden, hier jetzt bei 200 Millisekunden und jetzt mache ich einen Reload, 27 Millisekunden, 24 Millisekunden und jetzt fange ich an, einzelne Datensätze zu löschen, um zu sehen, also über die Web-Applikation zu löschen, um zu sehen, wie lange das dauert und was da passiert. Ich habe die Zahlen gleich dann nochmal in der Tabelle aufgeschrieben. Hier sieht man übrigens ganz gut das Russian Doll Caching. Der äußere Cache merkt, dass er nicht mehr funktioniert, weil ein Datensatz weg ist. Und deswegen wird der Cache nochmal neu geschrieben und da hat früher die ganzen kleinen Dolls quasi eingesammelt. So. Das Ganze sieht dann so aus. Beim ersten Zugriff habe ich 770 Millisekunden, 229 und so weiter. Jetzt löschen in Phoenix kostet mich 75 Millisekunden bei Rails und 28 Millisekunden bei Phoenix. Das heißt, ich habe aus der Phoenix-Applikation gelöscht und bin damit schneller als die Rails-Applikation, die gar nichts gemacht hat. Und unten ist das Gegenteil. Und jetzt kommt was,
Was problematisch ist, wenn man Rails einsetzt? Ich löche jetzt mal eine E-Mail-Adresse mit Phoenix. Die E-Mail-Adresse ist jetzt gelöscht. Ich gehe jetzt wieder auf den User-Index-View. Und wir sehen hier unten, die E-Mail-Adresse ist weg. Ich bin nur noch eine angezeigt. Ich habe hier oben auf Reload gedrückt mehrmals. Wir sehen, die E-Mail-Adresse ist da noch da. Obwohl er auf die gleiche Datenbank zugreift. Das ist das Problem bei Rails. Durch das Caching, ich muss dann in der Rails-Welt bleiben. Weil Rails hat überhaupt gar nicht mitbekommen, dass ich in der Datenbank was geändert habe. Hätte ich das Gleiche andersrum gemacht, würde es funktionieren. Also ich kann in Rails was löschen und Phoenix bekommt das mit. Weil Phoenix immer die Datenbank abfragt. Belongs to, touch true, korrekt. Aber dazu muss ich dann in der Welt bleiben. Das war jetzt ein Beispiel. Das war jetzt ein abstrakteres Beispiel für den Fall, dass auf die Datenbank eine andere Applikation zugreift, die nichts mit Rails zu tun hat. Das habe ich bei relativ vielen Szenarien. Und dann muss ich über Active Record gehen, was relativ langsam ist. Ich muss dran denken einfach. So, das Ergebnis des Shootouts. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist ungefähr gleich. Klar, wenn ich damit neu anfange, dann brauche ich immer länger, aber ob ich jetzt Rails-Entwickler bin oder Phoenix-Entwickler, ich habe von der Entwicklungsgeschwindigkeit her keinen Vor- und keinen Nachteil. Phoenix ist immer schneller als Rails, beim ersten Zugriff sehr viel schneller. Wenn es um eine Applikation geht, die nicht leicht cachbar ist oder gar nicht cachbar ist, habe ich immer einen klaren Vorteil bei Phoenix. Rails kann bei mehrfachem Lesen vom nicht geänderten Daten im Cache mit Caching Boden gut machen. Dazu muss es aber alleiniger Hersteller der Daten sein. Oder man muss immer darauf achten, dass die Daten getouched werden, was für Applikationen außerhalb von der Rails-Welt nicht immer einfach ist. Noch ein paar allgemeine Punkte. Die Ökosysteme, was für mich immer ein wichtiger Punkt ist für so ein Framework. Bei Rails gibt es sehr viele Gems. Wir hatten ja eben schon mal kurz die Diskussion dazu. Das Problem dabei ist immer, dass die Leute sehr schnell die Lust an selbstgeschriebenen Gems verlieren und dann nicht up-to-date halten. Also ein Gem, was ich heute suche, gucke ich mir immer an, anhand von Komplexität. Und wenn es ein einfaches Gem ist, programmiere ich es fast immer selber neu. Weil ich dann sicher sein kann, dass es auch in Zukunft funktioniert in meinem Code. Bei Phoenix gibt es einen großen Fundus an fertigen Elixir- und Erlang-Bausteinen. Aber das Ökosystem bei Rails ist komplexer im Positiven. Der nächste Punkt, Mitarbeiter, bezahlt oder unbezahlt. Bei Ruby on Rails ist es schon sehr, sehr schwierig, in Deutschland jemanden zu finden. Also wer einen Job sucht, soll Ruby on Rails lernen und dann fließt Milch und Honig. Bei Phoenix sieht es richtig schlecht aus. Also da gibt es ganz, ganz wenige Entwickler zu. Glücklicherweise gibt es auch ganz wenige Anfragen dazu. Also da ist es nicht so dramatisch. Und wer hier Rails entwickelt und einen neuen Job sucht, der soll mir bitte eine E-Mail schreiben. Ich habe nämlich Kunden, die mir Provision dafür geben, wenn ich Leute vermittle. Das ist mal so eine subjektive Bewertungsmatrix. Phoenix ist ganz klar Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ich habe diese WebSocket-Geschichte. Wenn ich sowas brauche, dann ist es ein No-Brainer, dann muss ich da drauf gehen. Rails hat jetzt mit 5 auch Action-Cable, das ist aber nicht so schnell, das ist nicht so stabil und so weiter. Das ist ein bisschen so, man hat so ein bisschen das Gefühl, Phoenix hatte es erst und Rails ist nachgezogen, ist aber irgendwo auf der halben Strecke stehen geblieben. Das wird von der Performance her nie in die Region kommen, wie Phoenix es hat. Das Ökosystem ist bei Ruby on Rails besser. Die Dokumentation ist da auch besser. Nicht jetzt vom Projekt, aber es gibt einfach mehr Literatur drumherum. Es gibt mehr Blogs, es gibt mehr Bücher. Das habe ich bei Phoenix noch nicht. Die Mitarbeitersuche ist bei beiden schwierig, aber bei Phoenix katastrophal. Deswegen, für die typisch deutsche Firma ist Ruby on Rails heute sicherlich der bessere Startpunkt.
wenn ich maximale Performance brauche, dann komme ich um Phoenix aber nicht drum rum. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie schon gesagt, ich habe ein Open-Source-Projekt, was ich jetzt heute nicht vorstellen konnte, weil es nicht in den Rahmen des Vortrages passt. Das werde ich im September veröffentlichen. Wer sich dafür interessiert, möchte bitte meinen Twitter-Kanal abonnieren. Hier unten ist nochmal meine E-Mail-Adresse. Wenn im Nachgang von dem Vortrag noch irgendwelche Fragen einfallen, sowas passiert ja meistens auf dem Weg nach Hause, mir ruhig eine E-Mail schreiben und mir ein bisschen Zeit geben zum Antworten, aber ich bemühe mich eigentlich alles immer zügig zu beantworten. Ansonsten, wenn jetzt noch Fragen sind, freue ich mich auch. Vielen Dank.